kein geringerer als einer der spannendsten Menschen, den wir so haben. Wir sehen ihn noch nicht auf dem Bild, aber ich hoffe, wir sehen ihn jetzt. Hier ist er und live zugeschaltet. Wir begrüßen ganz herzlich, lieber Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei uns. Applaus. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, lieber Frank, du bist seit vielen Jahren ein großes Vorbild für mich und ich habe dich lange, lange schon verfolgt in der ganzen Zeit. Und wir kennen ihn natürlich alle als Seriengründer, als Investor, Tech-Enthusiast und aus Bonn natürlich bekannt aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Und seit 1994 bereits hast du letztendlich technologie- und designgetriebene Unternehmen aufgebaut und begleitet. Die Technologie ist definitiv deine Leidenschaft. Und du glaubst letztendlich, die größte Chance, unseren Planeten zu erhalten und ein nachhaltiges Leben zu führen, ist letztendlich deine Motivation, dein tägliches Why, warum du das machst. Und ich sage einfach ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Frank, bei uns bei The Grow. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch da bin. Ich muss eins kurz sagen, nicht, dass Sie denken, was ist denn jetzt bei dem Frank hier los? Ja? Also dieser Hintergrund, ja, das ist so ein Notzimmer quasi, was Sie mir in ein Hotel gegeben haben, weil ich hatte einen kleinen, also keinen Unfall, aber zeitlich, deswegen, sorry, normalerweise lebe ich nicht in irgendwie Gold und Prunk und keine Ahnung was, sondern das ist der Dynamik geschuldet und das gehört ja manchmal zu Startups und freue mich echt, bei euch zu sein. Ja, also, ja, komm, lass uns willst du die wirklich hinsetzen? Ja, wir setzen uns hin. Wir setzen uns hin. Gut, ja. Also in diesem Sinne, wir sitzen, ja, Frank Thelen, The Grow ist eine Initiative, die wir beide ins Leben gerufen haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Hier sitzen ganz, ganz viele Mittelständlerinnen, Mittelständler, vor allem unsere Entrepreneurinnen und Entrepreneure. Wir sitzen André Braun, hier ist der Tobias Kollmann da und ganz viele, Wolfgang Bosbach, Olli Kahn ist im Anflug, FC Bayern München. Und viele andere, die, ja, Wolfgang Grupp war heute Morgen schon da, ne? Du kannst dir vorstellen, wie spannend das war. Aber umso schöner ist es, dich hier jetzt dabei zu haben und mal ein bisschen ein paar Fragen zu stellen. Ne? So die letzten Jahre, die letzten Monate, Jahre, Entwicklung und insbesondere auch ein bisschen Vorausschau, was du so uns als den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Mittelständlerinnen und Mittelständler auf dem Weg mitgibst. Ja, wir haben uns einfach mal so ein paar Fragen überlegt, lieber Frank. Und wie siehst du denn einfach, welchen Einfluss machen deiner Meinung nach Innovationen und Startups aus deutschen Startups wohlgemerkt, gerade aus dem Tech-Bereich, auf die Entwicklung unseres Umweltverhaltens in Zukunft? Welchen Einfluss werden denn diese Unternehmen und Innovationen haben aus deiner Sicht? Ja, lass mich bitte zuerst zwei, drei Worte zum Mittelstand sagen. Der Mittelstand, unsere Hidden Champions sind unfassbar wertvoll und es ist ein Phänomen, was es so nur in Deutschland gibt und deswegen erstmal überhaupt auch toll, dass ihr das alles zusammenbringt und auch ich glaube auch, dass Startups nur erfolgreich sein werden, wenn wir das alle zusammen machen. Welchen Impact kann Startups, kann Technologie auf unsere Umwelt haben? Ich persönlich glaube daran, dass wir es schaffen müssen, Produkte zu entwickeln, die deutlich besser sind als jetzt nenne ich das mal plakativ, die bösen Produkte. Also, Produkte, die zum Beispiel Öl verbrennen, Produkte, die halt eben wie Plastik, One-Way-Plastik, was danach teilweise ja leider auch im Meer landet. Oder zum Beispiel, ich esse auch gerne Fleisch und Fisch, aber es ist einfach leider aktuell keine gute Nahrung mehr, weil 50% des Plastiks sind einfach Fischernetze im Meer. So, was können wir als Startups tun? Wir müssen bessere Produkte bringen, zum Beispiel via das elektrische Auto wirklich viel besser ist als das ölverbrennende Auto. Es ist schneller, es braucht weniger Wartung, ganz viele andere Eigenschaften. So, und jetzt müssen wir zum Beispiel als Startups Alternativen finden, die können zum Beispiel lab-grown sein oder die können auch einfach auf einer vegetarischen Basis sein, Produkte finden, das Fleisch, das genauso gut schmeckt oder vielleicht sogar noch besser und gesünder ist oder beim Fisch. Das gleiche für das Plastik. Wir müssen eine Lösung finden, die genauso gut ist, vielleicht sogar besser und genauso so günstig ist. Weil wir brauchen globale Lösungen. Natürlich müssen wir in Deutschland anfangen. Und das ist auch jetzt schon gut. Und das versuche ich auch, jedes Mal jetzt schon seine Gewohnheiten zu ändern. Und zum Beispiel weniger Fleisch und Fisch zu essen. Weniger Plastikmüll zu generieren und so weiter. Aber am Ende des Tages, die große Lösung schaffen wir, wenn wir Lösungen, hoffentlich aus Deutschland, weil das wäre wieder echt ein großer Gewinn für uns, weltweit exportieren, da wo ja auch unsere Hidden Champions herkommen, und dann
Lösungen anbieten, die einfach besser sind als das schlechte Produkt. Und dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Dann gibt es einfach keine andere Wahl mehr, weil wenn es günstiger und besser ist, warum sollte dann noch einer aus Öl Plastik produzieren? Das ist die Aufgabe, die die Startups, der Mittelstand jetzt hat. Und dann haben wir auch einen echten Impact. Ja, ist die Frage für uns natürlich, China, wir hatten heute die Botschafterin, beziehungsweise auch Frau Professor schon da, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, haben wir denn bei innovativen Technologien grundsätzlich oder überhaupt noch eine Chance gegen China, wenn man jetzt mal ganz bewusst auf die deutschen Startups den Blick wirft und wir machen sie ja hier, wir hatten ja heute Morgen schon die österreichische Perspektive von Margarete Schambeck und die deutsche von Doro Bär, also die Frage ist, Deutschland innovativ gegenüber China? Wie siehst du das? Naja, man muss fairerweise sagen, gerade wenn man jetzt die größte Revolution in der letzten Zeit ansieht. Also das ist ja das, die Entwicklung der Chips, Internet, Cloud, Smartphone. So. Da haben wir einfach leider keinen weltweiten Champion generiert, muss man einfach fairerweise sagen. Und jetzt haben wir aber eine Chance, weil wir ja in die nächste disruptive Phase eintreten. Da ist sowas wie Blockchain, Distributed Ledger, 3D-Druck, Roboter, 5G, 6G, Quantencomputer und so weiter. Ihr kennt die ganzen Themen. Ich glaube, wir haben eine faire Chance. Aber wir müssen jetzt aufwachen. Wir müssen jetzt wirklich ernsthaft erkennen, dass wir in dieses exponentielle Zeitalter reinlaufen. Einige belächeln das noch. Und wirklich 100% konsequent digitalisieren. Das hätte eigentlich schon passiert sein müssen. Ich habe gestern gesagt, man sollte das Papier verbieten für alle organisatorischen Business-Themen. Da stehe ich absolut dahinter. Weil auf der Basis können wir dann künstliche Intelligenz einsetzen. Auf der Basis können wir dann auf Decentralized Systems gehen, die mit Smart Contracts Dinge automatisch managen. Also, wir haben eine Chance und wir haben ja Köpfe wie eine Doro Bär, die das absolut versteht. Das ist eine, meiner Meinung nach, tolle Politikerin, die das verstanden hat. Und jetzt müssen wir uns trauen, die Dinge umzusetzen. Und wir haben mehr Unicorns als China in den letzten, glaube ich, 5 Jahren, sonst gerne hier auch Korrektur, 10 Jahren entwickelt. Also wir sind schon auf einem wieder besseren Weg. Also wir waren länger abgeschlagen, aber natürlich ist es noch ein weiter Weg. Also wir müssen diese neue Revolution, die jetzt zu 100% ansteht, weil die Basistechnologien, das ist das Wichtige, die Basistechnologien sind entwickelt. Es diskutiert keiner mehr, ob irgendwie Decentralized Finance mit Smart Contracts funktioniert. Es diskutiert keiner mehr, ob Roboter exponentiell wachsen werden. Das wird alles nicht mehr diskutiert, sondern die Frage ist, findet das in Deutschland, findet das in Europa statt? Und das haben wir bis leider verpasst. Wir haben ja auch gerade in Bayern dieses schöne Beispiel, da bin ich investiert, Lilium Aviation, wo auf, ich glaube, fast 800 Leute jetzt eine weltweit führende Technologie in einem komplett neuen Markt bauen. Wir haben auch andere tolle Beispiele. Also, davon muss es jetzt mehr geben. Und wir müssen Hyperloop, Quantencomputer, künstliche Intelligenz als Chance begreifen und wirklich alle zugreifen. Und der Mittelstand, da gibt es ja auch tolle Champions, aber die müssen auch wirklich sich trauen, eben nicht nur das tolle Geschäft, was sie heute noch haben, weiter fortzuführen, sondern einen großen Teil des Gewinns zu reinvestieren. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, in genau diese Zukunftstechnologien. Du hast es angesprochen, bevor ich dich jetzt frage bezüglich Wahl. Steht jetzt im Raum in 14 Tagen oder in weniger als 14 Tagen die Wahl. Wir hatten Christian Lindner bei unserem Entrepreneurslunch live in München, hat 3 Stunden oder fast 1 Stunde über vor unseren Kollegen gesprochen mit Thomas Sattelberger und auch Georg Kofler. Das war eine sehr spannende Runde, muss ich dazu sagen. Also die hat uns schon weitergebracht. Wir hatten dann vor kurzem das Gespräch mit dem CSU-CDU-Bundestagsgeschäftsführer und auch jetzt mit den Grünen. Ich fand es unheimlich spannend, wie weit man versucht, zusammen zu sein, aber trotzdem so weit auseinander ist. Nur die Frage, Zwischenfrage an dich, bevor wir zum Thema Startups kommen. Wie wird die Situation für den Startup-Markt aussehen nach der Wahl, nach deiner Einschätzung? Ja, ich habe heute gesagt, dass wenn Rot-Rot-Grün kommt, also eine Die Linke als Partei mit in der Regierung ist, dass das für mich ein großer Schmerz wäre. Ich möchte einfach ein Land, wo Innovation leben kann und wo wir die eine oder andere Richtung uns in Extreme bewegen. Und ich hoffe, dass es gibt ja sowas wie die Sprunginnovation, also die Agentur für Sprunginnovation vom Raphael, tolle Sache. Und da sieht man sogar, dass das wirklich parteiübergreifend eigentlich unterstützt wird. Ja, und jetzt muss jeder für sich überlegen, welche Partei das Startup-Ecosystem am besten voranbringen kann oder auch den Umweltschutz, das sind ja alle die wichtigen Themen. Und ja, also ich glaube, das ist eine echt wichtige Wahl und ich hoffe,
dass wir das danach ein gutes Ergebnis geben wird, weil das wird nicht einfach. Also ich meine, ich brauche euch nicht vorzurechnen, was es alles gibt. Ich glaube, für mich wäre Rot-Rot-Grün einfach nicht ideal. Für mich wäre eine große Koalition auch nicht ideal, weil ich glaube, das wäre Stillstand. So, und dann gibt es noch zwei andere Alternativen, entweder CDU oder SPD in der Führung. Das ist für mich beides in Ordnung. Das fände ich gut, dass wir einfach wieder auch 100% demokratisch und aufgestellt sind. Aber let's see, ja, also es sind einfach leider, sehen die Umfragen, ja, geben verschiedene Möglichkeiten. Ja, und daran schließt sich meine Frage an, lieber Gerold, noch für uns eine ganz wichtige Frage. Was für Haupteigenschaften, jetzt mal unabhängig von Wahl und Politik, was für Haupteigenschaften bei dir persönlich, wenn du um deine Investments oder wenn du um neue Möglichkeiten der Geldanlage schaust, insbesondere auch mit deinem Team, welche Haupteigenschaften muss ein Startup haben oder muss heute ein gutes Startup mitbringen, dass du selber sagst, das ist spannend und das schaue ich mir an, denn alle die Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute hier sind, unsere Entrepreneure und Clubmitglieder, diskutieren ja auch ganz intensiv über die Frage, wo investiere ich, wie investiere ich, was ist es? Ist es Food, ist es dieses, jenes? Was sind deine Hauptthemen deiner? Also bei mir ist es so ein bisschen unfair. Also wir haben ja auch Food und auch ganz tolle, tolle Erfolgsbeispiele. Wir haben Y-Food, wir haben Ankerkraut, wir haben AirUp, wirklich unfassbare Erfolgsstories. Jetzt ist es so, ich habe das große Glück, sowohl in der Softwarezeit, ältere Software-Systeme, danach kam der App Store und so weiter, Unternehmen aufgebaut zu haben, die wir auch ganz erfolgreich verkaufen konnten. Und heute konzentrieren wir uns deswegen auf, das hört sich jetzt abgehoben an, aber auf die großen Probleme der Menschheit. Also, wie ernähren wir uns in Zukunft? Wie kommen wir und Waren von A nach B ohne Emissionen? Wie können wir Energie erzeugen? Wie können wir Energie speichern? Und so weiter. Und deswegen konzentrieren wir uns nur noch auf diese Bereiche, weil wir das einfach uns, sage ich mal, finanziell erarbeitet haben und schauen gar nicht so sehr auf den Return. Sondern für uns das Wichtige, kann dieses, wir investieren nur in Deutschland oder Europa, Fokus Deutschland, kann dieses Unternehmen einen Impact haben, Dinge wirklich besser zu machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel Energiespeicher, 80% recyceltes Material, unendliche Ladezyklen. Damit kann man die Energiewende wirklich gut voranbringen. Wir haben jetzt gerade in eine Robotics Company investiert, auch aus Bayern. Damit glauben wir, dass der Mittelstand Roboter einführen kann und eben nicht nur Kuga, die sehr teuer sind, sondern quasi der gesamte Mittelstand auf einmal die Möglichkeit hat, sehr schnell und effizient Roboter einzusetzen. So, und das sind die Dinge, die wir nur noch machen, weil wir sagen, wir wollen einen Impact haben, technologisch aus Deutschland oder Europa heraus. Wenn du mich jetzt fragst, wo kann man Geld verdienen, muss ich sagen, zum Beispiel der Food-Bereich schreit auch danach. Ja? Also wir sind wirklich mit unseren Food-Startups auch sehr zufrieden. Das sind ganz tolle Unternehmen, weil einfach die großen Nestles und so weiter der Welt so ein bisschen auch, finde ich, Stil und Ethik und so weiter verloren haben. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch eine ganz, ganz tolle Opportunity. Und es ist auch toll, was man Software as Service machen kann. Also ich glaube, das Wichtige als Investor ist, dass man selber seine DNA findet. Was ist mein Fokus? Und es hilft immer nur, mit einer klaren Mission unterwegs zu sein und nicht einfach nur zu gucken, wo kann ich die Returns generieren, auch, aber danach, wer bin ich eigentlich? Wo kann ich Mehrwert liefern? Und wir ticken jetzt einfach so, dass wir sagen, wir haben Physiker, Chemiker, Biologen und wir arbeiten oder wollen Teams unterstützen, die an den großen Problemen der Welt arbeiten. Ist das meine Empfehlung, um ganz tolle Returns zu generieren? Eher nein, ja, wahrscheinlich verlieren wir auch ganz viel Geld. Ist uns aber egal, weil wir haben das Geld vorher verdient und wir wollen jetzt einfach, sage ich mal so, coole Sachen machen und einfach echt mal ein bisschen was bewegen. Sehr interessant, auch die Zukunftsperspektive, die du auch siehst, wo du mit reingehst, einfach einen Impact für den Planeten auch haben. Ja, und das passt ja einfach auch zu deinem Why, lieber Frank. Ja. Du arbeitest jetzt seit vielen, vielen Jahren einfach mit Startups zusammen. Wo siehst du einfach den größten Unterstützungsbedarf so aus deiner Sicht heraus? Du, die Sache ist 360 Grad. Ja? Also du musst ja auf der einen Seite, hast du überhaupt eine Gründungsphase. Also sag mal, ich sitze am Mittagstisch mit meinen Eltern und sage, ja, ich überlege mir mal zu gründen. Und sagen die dann, nee, du geh doch besser zu BMW oder zur Deutschen Telekom. Oder sagen die, hey, du willst gründen, das ist ja eine super Idee. Also dafür gibt es dann, so abgedroschen das quasi klingt, sowas wie die Höhle der Löwen, glaube ich. Das hilft einfach, um Entrepreneurship in die breitere Menge zu bringen. Aber das ist natürlich nur ein extremer Startpunkt. Auf der anderen Seite fehlt uns zum Beispiel danach 100 Millionen plus Tickets. Also wenn einer etwas gebaut hat, einen guten Roboter, ein fliegendes Auto, einen Quantencomputer oder was auch immer und es funktioniert, weil er durch die Seed-Phase durchgelaufen ist, braucht er hinten ja eine große Finanzierung.
damit er dann ein weltweit großes Unternehmen aufbauen kann. Also und 100 Millionen plus Tickets fehlen uns. Also es ist super interessant, das ganze Ecosystem zu sehen. Also von, wollen wir eigentlich Unternehmer haben? Entrepreneurs, ist eigentlich schon mal cool. Da sagt man, hey, du bist bei McKinsey, was ein tolles Unternehmen ist. Aber dann kriegen alle so, hey, du bist echt der Checker, Frank, hier, echt geil bei McKinsey, super. Oder sagen wir auch, hey, super, du bist ein Unternehmer. Und selbst wenn du gescheitert bist, das hast du versucht und du hast ja wirklich eine gute Mission gehabt. Bis hin zu, wie kriegen wir das hin, dass wir ähnliche Kapitalmengen haben, wie sie in den USA und China vorhanden sind? Oder eben, dass nicht nur Chinesen und Amerikaner in unsere Startups investieren. Da muss ich auch ganz fairerweise sagen, das betrifft uns auch. Wir machen ja mittlerweile glücklicherweise so große Runden. Und da sind oftmals auch internationale Geldgeber dabei. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir noch mehr mit Europäern arbeiten könnten. Wenn du jetzt mal Hand aufs Herz, auch bestimmt eine spannende Frage hier, wenn ich in die Gesichter der Unternehmer schaue, ich kenne viele davon, dann interessiert natürlich auch die Damen und Herren mit Sicherheit eines, wie viele deiner eigenen Investments und der Investments der von dir gegründeten Gesellschaft, das ist ja ein gigantischer Erfolgsweg, den du da hingelegt hast, also wenn man das sich anschaut, ne? Also wenn man dein Buch liest, wie viele deiner Investments waren denn so, wo du sagst, eieieiei, also das hätte man lieber mal gelassen und andersrum gesagt, gibt es eins, wo du sagst, richtig auch scheiße gelaufen? Ja, also absolut. Insgesamt, glaube ich, war sogar eins der Fehler, dass zu wenige von uns gescheitert sind. Weil sowas ist ja nicht umsonst. Die scheitern dann nicht, weil du nachfinanzierst, weil du umbaust, weil du pivotest. Bis du dann doch irgendwo einen Fire Sale oder einen einigermaßen vernünftigen Exit gemacht hast. Also rückwirkend, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ist nicht im Team abgestimmt bei uns, hätte ich lieber mehr scheitern lassen, um dann noch mehr Power auf Winner oder andere zu haben. Insgesamt sind bei uns sehr, sehr wenige gescheitert. Aber natürlich sind auch Unternehmen gescheitert. Ein klassisches Beispiel zum Beispiel ist von Flörke, wo einfach auch nachher der Gründer sich wirklich als sehr schwierige Persönlichkeit herausgestellt hat. Das war sicherlich unschön mit zu erleben und das Unternehmen ist am Ende des Tages auch gescheitert. Dort gab es auch eine Crowdfinanzierung. Wir haben auch einen Freund, einen MyTaxi-Gründer mit reingenommen, weil wir eigentlich auch von dem Markt und so und von dem Produkt überzeugt waren. So, das sind einfach so ganz böse Niederlagen, wenn man dann auch sieht, einfach der Gründer hat an der Stelle nicht so mitgezogen, wie man das gedacht hat. Ja, das gehört dazu. Insgesamt hätten bei uns sogar mehr scheitern sollen. Und weil, wenn du auf den Return guckst finanziell, aber auch bei uns auf den Impact, weil das hängt leider oft mal zusammen, weil du musst halt irgendwie wertvoll werden, dann hast du Impact. Dann müssten wir noch härter und mehr quasi uns auf die konzentrieren, die dann auch diesen Impact haben können. Und deswegen ja, sind bei uns eigentlich zu wenig gescheitert. Das ist sehr interessant, da nochmal der Blickpunkt auch. Es hätten mehr scheitern sollen, sehr, sehr interessante Aussage da dran. Ja, wenn ich dein Buch lese, 10-mal DNA, ja, du sagst ja ganz klar, wir stehen ganz am Anfang der Digitalisierung. Wie geht es denn da aus deiner Sicht weiter? Und du hast ja mit Lilium Investments, wo man sagt, okay, Flugtaxis, wann sehen wir die im Alltag? Aber wo siehst du einfach jetzt so die nächsten Schritte, die nächsten 10 Jahre da auf uns zukommen werden, wenn wir hier gerade am Anfang erst sind? Oh ja, wir sind gerade erst am Anfang. Das ist so schwierig zu verstehen, weil es ist schon so viel passiert. Und es ist Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter entstanden. Und jetzt denken wir, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt fängt es gerade erst an. Auf Basis der Digitalisierung werden wir im Biotech-Bereich, wir werden verschiedene Krebsarten sehr bald heilen können. Es gibt auch von BioNTech und wir sind in Fate investiert. Es gibt ganz viele Teams, die auch vertrauenswürdig sind, meiner Meinung nach, und sagen, sie gehen davon aus, dass sie das jetzt durch neuartige Konstrukte, mRNA, programmierte T-Zellen, was auch immer dort passiert, funktionieren. Wir werden Lilium Aviation Jets fliegen sehen. Ich glaube, das Unternehmen sagt 2024, 2025 und das ist sehr realistisch. Also wir werden in den nächsten Jahren, klar, es ist kein riesen Streckennetzwerk im ersten Jahr, aber das wird dann auch sehr schnell ausgebaut. Also ich hoffe, wenn jetzt, dass wir alle das noch erleben werden, ja, dass wir wirklich mit einem elektrischen eVTOL fliegen. Wir werden Hyperloops fahren, hoffentlich. In 5 Jahren sind größere Strecken in den USA geplant. Ich kämpfe dafür, dass wir das auch in Europa bekommen. Ich esse heute schon oft Beyond Meat oder andere Produkte. Ich esse oft Lab-Grown Meat, also, aber das muss man sagen, ist sehr, sehr teuer, sehr schwierig. Das ist quasi, esse ich das, weil ich es testen will und weil wir mit den Teams da kooperieren wollen. Aber wir kommen jetzt wirklich in eine Zeit, wo diese ganzen Star Trek-Themen halt Realität werden. Ja?
Und das passiert halt so schrittweise, so schleichend, dass wir es einfach gar nicht merken. Und dann irgendwann ist das normal. Aber genau, irgendwann hoffentlich erinnert ihr euch daran, oh, jetzt sitze ich ja echt in einem Flugtaxi. Oder hey, jetzt fahre ich ja echt in einer Hyperloop. Das wird jetzt echt alles passieren. Und das Verrückte ist schön. Christian Angermeier hat gestern so schön gesagt, ist ein ganz toller Investor. Der hat gestern gesagt, bitte, bitte, bitte bleibt am Leben. Weil die nächsten Jahre werden die krassesten der Welt. Und er investiert auch in Longevity und genau, auch Mushrooms, ja, so habe ich noch nicht probiert, muss ich auch dringend mal machen. Aber ja, auf jeden Fall, das war so schön, ihn zu erleben, wie er sagt, hey, bitte bleibt am Leben, jetzt geht's richtig los. Und genau, da sind wir total aligned und ja, jetzt geht's los und ich glaube, es wird richtig cool. Das ist ja auch, Frank, das, warum wir das machen. Ja? Also, weil wir festgestellt haben, wir hatten vorher mit Susanne Hahn gesprochen und Ventures 1886, insbesondere Uli Dietz, der Mittelstand kommt zurück. Ne? War ein schönes Beispiel mit Daimler, Lab raus, in den Mittelstand rein. Und deswegen nur eine zusätzliche Frage zu dem, was du gerade sagst. Wenn du heute, ich schaue jetzt in die ganzen Augen der Mittelständler hier, der Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht noch nicht so offen sind wie du, die jetzt vielleicht, sage ich mal, Kontostände kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ist da ganz gut ausgelastet, zumindest habe ich heute öfters gehört, Hauptproblem ist der Minuszins. Insofern Investments, was würdest du den Unternehmern raten in der heutigen Zeit zum Thema Investments? Ich meine, SalesUp ist eine Plattform, wir bieten das ja digital auch an, das war meine Idee. Ist es ein Thema, einfach mal reingehen in das Thema, einfach mal zu investieren, loszulassen von klassischen Strukturen oder sagst du eher, such dir 100.000 Berater und schau die nächsten Jahre, wo es hingeht? Also wie siehst du das? Also ich glaube, dass das Schlimmste, was du haben kannst, ist aktuell zu viel Bargeld. Ja? Also nicht Bargeld, aber digital, Euros oder Dollar oder Yen. Wir werden, meine persönliche Meinung, eine starke Inflation sehen und vor allen Dingen zum Beispiel auch die Unternehmen, die Dividenden ausschütten, die finden, wir haben ja auch jetzt mittlerweile, investieren wir auch am Public Market mit 10x DNA, ist, glaube ich, das Schlechteste. So, und was ich am allerschönsten fände, ist, wenn der Mittelstand das Geld in sein eigenes Unternehmen investiert, in sein Team, in vielleicht Partnerschaften, in neue Zweige aufzumachen, es einfach zu probieren, in zum Beispiel künstliche Intelligenz, also ich kann das nicht selbst entwickeln oder sehr selten, aber dass er sagt, er guckt, welche Software gibt es, wie kann man das Ganze zusammenbringen, digitalisieren, vielleicht kann man auch Startups kaufen und dadurch dann weitergehen. Also ich glaube, das Beste ist, das Geld in das eigene Unternehmen zu investieren. Und klar, und danach gibt es natürlich einen Aktienmarkt und auch da gibt es meiner Meinung nach tolle Opportunities. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Sequoia Capital, das ist einer der weltweit besten Investoren, und da haben wir eine Analyse gemacht, als wir 10x DNA aufgelegt haben, hätte man bei Sequoia Capital jedes einzelne Startup am Tag des IPOs gekauft, alle Sequoia Capital Startups, hätte man mehr Rendite generiert als der Venture Capital Teil. Das heißt, auch am Public Market sind wirklich noch große Renditen möglich. Und das wird immer mehr jetzt, weil Technologie relevanter wird. Wir sehen das an Tesla, an BioNTech. Auf einmal werden die mehrere hundert Milliarden wert, an Shopify. Technologie kommt früher an die Börse, wegen Specs und weil es einfach offener geworden ist. Also auch da gibt es echt gute Opportunities. Aber am besten, am allercoolsten finde ich immer noch, wenn man sein Geld nimmt und es einfach in das eigene Unternehmen investieren kann. Wir haben ja heute auch darüber gehabt, Wolfgang Gruber auch da zu sagen, die Innovation in das Unternehmen mit reinholen. Ich bin ja selber mittelständischer Unternehmer, der immer schaut nach neuen Technologien. Siehst du auch das ins eigene Unternehmen mit investieren, indem man einfach auch neue Technologien hereinholt, über Investments in Startups, über Kooperationen, über Partnerschaften? Also letztendlich auch diesen Weg wäre deine Empfehlung an den Mittelstand. Unbedingt, ja. Das ist ja die Magic Bullet eigentlich von Elon Musk. Ja. Warum ist der so unfassbar brillant? Weil der einfach alles kennt. Der baut Raketen, der baut Implantate fürs Gehirn, der baut Roboter, die Chips einsetzen, der baut Produktionsstraßen, der hat sowohl LiDARs für seine Raketen als den krassesten AI-Chip. Der hat also eine Bandbreite an den modernsten Technologien, wo er ständig dran entwickelt. Und das ist, glaube ich, das ist eines der besten Themen für den Mittelstand, wenn sie halt dort investieren. Es gibt zum Beispiel den Hightech-Gründerfonds. Da sind viele Mittelständler investiert, von Alex Frankenberg gemacht, weil die einfach sagen wollen, wir wollen die Exposure haben, wir wollen erleben, woran investiert ihr, was funktioniert nicht. Also ich glaube, wie auch immer der Weg dahin ist,
dort zu starten und eben nicht nur in seinem eigenen Silo zu leben und zu sagen, hey, wir haben schon immer die Leiterplatten so gebaut und so wird das immer weiterlaufen, ist extrem wichtig. Ja, ich glaube, wir könnten uns mit Frank noch 3 Stunden unterhalten, lieber Bernhard. Ja. Oh, wir wissen, wir haben ein begrenztes Zeitfenster auch zur Verfügung. Ja, und haben Der Titan kommt, habe ich gehört. Der Titan kommt, definitiv. Also er ist unmittelbar hier im Anflug. Ja, ja, bei seinem letzten offiziellen Auftritt hier noch öffentlich, ja, und alles. Also von dem her wirklich ein Highlight und wunderschön, wunderschön. Aber lass uns doch nochmal eine Abschlussfrage stellen jetzt an dich. Wo siehst du Deutschland? Wir waren ja mal, wenn man zurückschaut, Gründerland, Patentführer weltweit. Da sind wir ja weit abgeschlagen. Wo siehst du persönlich, du Frank Thelen, du kennst ja sehr, sehr viele Menschen. Du saßt erst vor kurzem mit Ilmaz zusammen im Talk. Wo siehst du uns? Wie sieht Amerika? Wie sehen andere Länder? Wie sehen die Deutschland? Wo stehen wir in, sagen wir mal, 25 Jahren? Haha, 25 Jahre ist natürlich sehr weit. Das kann ich nicht. Geh runter auf 15 Jahre. Ja, genau. Also man sieht eigentlich, dass Deutschland kommt. Also ich bin ja eher immer sozusagen Berufsskeptiker, weil ich sage, hey, wir müssen schneller, wir müssen mehr, wir müssen ein bisschen Gas geben. Aber eigentlich, wenn man sich das beobachtet, zum Beispiel die Giga Berlin, also Elon Musk ist wirklich auch ein Deutschland-Fan. Oh, super schön übrigens, ganz viel Mittelstand aus Bielefeld, die das überhaupt alles ermöglicht haben, wo er auch ganz explizit gesagt hat, tolle Technologie, die ihr habt. Verrückt, dass irgendwie BMW und Volkswagen das nicht so sehr nutzen. Also eine ganz tolle Kooperation. Wir sehen Sequoia Capital, kommt nach Europa, macht ein Europa-Office auf. Wir sehen schon immer mehr Interesse an Deutschland und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber auf der anderen Seite sehe ich, ich habe Angst vor Daten. Bürokratie erstickt in der Zettelwirtschaft. Politiker sind eher vorsichtig, was sie regeln wollen und die versprühen nicht von Energie und sagen, hey, wir werden das Hyperloop Land, hey, wir machen jetzt New Space, wir machen das größte Raketenprogramm, wir machen die besten Satelliten. Und deswegen bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Also eigentlich sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich glaube auch, das Ecosystem wächst und ist ganz stabil. Auf der anderen Seite fehlt mir aber noch von der breiten Masse her die Euphorie von den Chancen, weil es uns so gut geht, fehlt uns manchmal, glaube ich, jetzt gerade auch der Biss, nochmal richtig anzupacken und dann nochmal loszulegen. Ja, das ist auch, was eine Doro Bär immer wieder schön sagt. Sie sagt, loslegen, machen, Gas geben. Und deswegen, genau, ich bin zweigeteilt und vielleicht treffen wir uns in 15 Jahren. Ich hoffe vorher nochmal, aber dann werden wir sehen, wo wir stehen. Aber es ist wirklich schwer vorherzusagen. Aber wir verbleiben auf alle Fälle so, würde ich sagen, Gerold. Nächstes Jahr musst du, Frank, hier persönlich dann sein. Ja? Wir planen das lange. Das war ja wieder mal typisch, ne, für uns. Große Roadshow, begonnen im Februar, aktuell fast 6.000 Teilnehmer dabei, jetzt heute dieses Summit mit so vielen tollen Menschen, Clubmitgliedern, Entrepreneuren. Unser neues Magazin ist da, Frank, wir schicken es dir zu, du bist da drinnen, 2 Seiten und The Grow Magazin kam gestern. Also nächstes Jahr live und wir schauen ihr dann. Ihr gebt Gas, das ist doch geil, weißt du, ihr seid genau das, so Leute wie euch brauchen wir, weißt du, die Bock haben, die Drive haben, die durchziehen, das ist geil, also echt super cool, deswegen freue ich mich auch dabei zu sein, weil ich ja sehe, was ihr aufbaut, echt cool. Vielen Dank. Vor allem haben wir einfach eine Mission, Frank, ja. Wir haben einfach die eine Mission, wir sind mit der Grow gestartet, weil wir was verändern wollen, weil wir nicht darüber reden wollen, sondern was tun, ganz konkret. Wir brauchen die Politik auch dazu und damit müssen wir einfach auch mit Spitzenpolitikern, die aber auch offen sind da dafür, sprechen und was verändern. Dafür haben wir die Wissenschaft letztendlich mit reingenommen und natürlich auch ganz, ganz wichtig eben die Wirtschaft, den Mittelstand. Nur damit geht es und dann die Verbindung mit Startups, den zukünftigen ja, Hidden Champions, Weltmarktführern, die wir mit drin haben und all das. Ja. Und von dem her, also aus unserer Sicht, du gehörst definitiv hier mit der Grow dazu und somit lass uns die Reise weiter gemeinsam gehen, lieber Frank. Wir kommen auf dich zu für 2022 und dann machen wir es persönlich. Super. Vielen, vielen Dank, dass ich virtuell dabei sein darf. Ich habe die Stimmung mitgenommen, ich habe einfach die Energie gespürt. Gebt weiter Gas, ich freue mich aufs nächste Jahr und ciao, ciao, bis dahin. Danke, Frank, alles Gute. Frank. Ciao, servus. Ciao, ciao. Ciao.